herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Autopartner. In diesem Video möchte ich mit euch auf die 10 meistgestellten Kundenfragen eingehen zum Thema US-Modell des Ford Mustang. Ja, was kostet denn so ein Mustang überhaupt in der Anschaffung? Gibt immer von bis. Wie das bei allem so ist, gibt es aber auch bei Mustang so einen Einstiegspreis. Bei uns sind die Preise, wenn ihr ein unfallfreies Modell haben möchtet, in einer normalen Ausstattung, müsst ihr ab Baujahr 2015-16 so ungefähr 25.000, 26.000 Euro als Einstiegsbudget einrechnen und dann nach oben natürlich Ende offen, wenn ihr noch andere Wünsche habt. Wird natürlich immer viel gesagt, dass so ein Mustang extrem viel verbraucht. Wie sieht es wirklich aus im Durchschnitt? Ja, in den Köpfen der Leute ist immer noch drin. Die Amerikaner brauchen mindestens 20 Liter Sprit. Das ist nicht mehr der Fall. Ich habe, bevor wir losgefahren sind, das ist jetzt 6 Kilometer her, habe ich den Tageskilometerzähler genullt. Wir stehen im Moment bei 8,9 Liter Durchschnittsverbrauch. Gehe ich am Ende des Videos aber auch nochmal drauf ein und zeige euch mal die Verbrauchswerte. Dann wisst ihr, was ein halbwegs realistischer Schnitt ist. Wir sitzen jetzt in einem US-Modell. Was ist der Unterschied zwischen dem US-Modell und dem EU-Modell? Der grundlegendste Unterschied ist, dass es in Amerika den 6-Zylinder-Motor gibt, in dem wir hier auch sitzen. In Deutschland könnt ihr keinen V6-Motor als offizielles deutsches oder europäisches Modell kaufen. Es gibt also nur den 2,3 Liter EcoBoost und den 5 Liter Mustang GT. Unterschiede optisch ist zum einen, dass wir bei dem amerikanischen Modell rote Rückleuchten haben. Bei dem deutschen gibt es weiße Rückleuchten. Die Spiegel sind kleiner beim US-Modell. Das Tagverlicht, diese drei Kiemen, die man kennt in den Scheinwerfern vorne, die funktionieren. Beim deutschen Modell ist es so, dass dieses Tagverlicht in dem Nebelscheinwerfer liegt. Und diese drei Kiemen, die so charakteristisch für den Mustang sind, die sind eigentlich totgelegt, die funktionieren nicht. Alles andere sind Kleinigkeiten. Jetzt hat ein Ford Mustang Seitenblinker. Ist er trotzdem unfallfrei? Ich weiß, dass in jedem Forum immer geschrieben steht, Seitenblinker sind das Ausschlagkriterium und das hundertprozentige Indiz, dass ein Auto einen Unfall hatte und in Litauen zusammengebaut wurde. Bei uns ist es so, dass das nicht der Fall ist. Unser TÜV verlangt Seitenblinker und deswegen müssen wir die einbauen. Wir schreiben trotzdem in jeden Kaufvertrag, die Autos sind unfallfrei. Unser TÜV verlangt, dass die Autos Seitenblinker kriegen. Wir verkaufen trotzdem unfallfreie Autos und es ist leider so vorgeschrieben vom TÜV. Bei uns ist es also vernünftig. Jetzt sieht so ein Ford Mustang ja nicht nur schön aus, sondern hört sich auch gut an. Und man kann natürlich auch ein bisschen mal aufs Gas drücken. Ist der Ford Mustang irgendwo abgeriegelt bei irgendeiner Geschwindigkeit? Ja, die Mustangs sind bei der 6-Zylinder speziell bei 190 abgeriegelt. Das kann man auch aufheben oder man kann diese Geschwindigkeitssperre rausnehmen, weil es eine reine Software-Sperre ist. Die Frage, die automatisch mit auftaucht bei jedem Kunden und die ich in fast jedem Kundengespräch auch führe, was mit der Kardanwelle? Die Kunden lesen überall, sobald man die Endgeschwindigkeit aufhebt, fliegen die Kardanwellen um die Ohren und die kommen mir durchs Auto geflogen. Das war bei älteren Baureihen sicherlich mal, dass das mal vorgekommen ist. Bei uns, wir haben viele Mustangs verkauft bisher und auch viele von diesen Geschwindigkeitsaufhebungen programmiert. Bei uns hat noch nie ein Kunde angerufen und sich beschwert, dass ihm die Kardanwelle durchs Auto gekommen ist. Kann ich absolut nicht bestätigen und auch Carbon-Kardanwellen oder was auch immer haben wir noch nie eingebaut, weil es auch kein Kunde haben wollte und kein Kunde bisher wirklich gebraucht hat. Wenn jetzt doch mal irgendwas am Auto ist, das heißt, ich bin gegen Poller gefahren oder habe sonstige Probleme, wo bekomme ich Ersatzteile her und wie teuer sind die? Ersatzteile bekommt ihr bei uns grundsätzlich. Wir haben natürlich eine eigene Meisterwerkstatt auch, haben die gängigen Sachen, Bremsen, Reifen, Felgen, gewisse Karosserieteile immer auf Lager. Das heißt, wenn irgendwas ist, ruft er uns an und macht entweder einen Termin und kommt vorbei. Wenn ihr von weiter weg kommt, das haben wir mit vielen Kunden, weil viele Kaufkunden von weiter weg kommen, dann sagt ihr, was ihr braucht und ich mache euch ein Paket fertig und schicke es euch per Post. Preistechnisch halten die sich auf jeden Fall im Rahmen im Verhältnis zu einem deutschen Hersteller. Sind die Ersatzteile bei den Amerikanern günstiger und deswegen ist es natürlich auch nochmal attraktiver, ein amerikanisches Auto zu kaufen. Was wird technisch umgerüstet und wie sieht es mit Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung aus? Technisch umrüsten tun wir zum einen die Rückleuchten, weil die Amerikaner haben rote Blinker bzw. das Blinksignal und das Bremssignal sind zusammengelegt und das ist in Deutschland nicht erlaubt. Deswegen rüsten wir gelbe Blinker nach. Ansonsten müssen wir eine Nebelschlussleuchte nachrüsten und ein paar kleinere Elektroniksachen. Thema Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz ist auch ein heiß diskutiertes Thema bei den Amerikanern. Wir haben bisher keinen Unterbodenschutz unter die Autos gemacht und jeder Mechaniker wird es euch auch danken, dass er da keine dicke Wachsschicht runterschmiert, wenn er mal irgendwo von unten dran muss. Die Zeiten, wo die Amerikaner im Stand auf gut Deutsch wegrosten, sind auch vorbei. Wir haben bisher keine Probleme mit Rost. Maximal eine China-Krankheit sind, dass die Motorhauben etwas anfangen zu rosten. Aber ansonsten vom Unterbodenschutz
haben wir da noch nie Probleme mit gehabt. Und ihr könnt mir glauben, wir haben viele Kunden, die kommen aus Gebieten, wo viel Schnee liegt und wo Temperaturschwankungen Standard sind. Wenn ihr die Autos immer regelmäßig mal wascht und auch im Winter Salz von unten abwascht, sollte das eigentlich keine Probleme geben. Wenn ich jetzt an der Zapfsäule stehe und tanke, wie viele Liter passen da in meinen Tank? Der Tank umfasst ungefähr 60 Liter. Tanken braucht ihr auch nur Super. Ihr braucht keinen Super Plus zu tanken. Wir haben viele Kunden, die auch fragen, ob E10 geht. Ja, E10 geht theoretisch auch. Wir empfehlen immer Super, weil wir auch nur Super mit 95 Oktan tanken. Und der Motor freut sich, wenn er dabei bleibt. Aber gehen tut auch E10. Wir sitzen jetzt gerade zu zweit im Mustang. Wie viele Leute passen rein? Hinten ist ja theoretisch Platz, oder? In der Theorie ja, in der Praxis ist das schwierig. Ich bin jetzt knappe 1,80 groß und hinter mir könnte jemand sitzen, wenn er entweder keine Beine hat oder sich extremst einengt. Also man kann damit zu viert mal eben in eine Pommesbude fahren, aber wenn wir jetzt sagen, wir fahren jetzt mit vier Leuten bis Italien in den Urlaub, behaupte ich mal, wird es Streit geben an der ersten Tankstelle. Weil es ist für vier Leute, es geht, aber es ist nicht konzipiert für vier Leute. Blick auf den Kilometerstand, beziehungsweise eher den Meilenstand. Wie ist da die Umrechnung? Der Umrechnungsfaktor ist 1,63. Das heißt, eine Meile sind 1,63 Kilometer. Wir haben hier den Vorteil, dass wir im Tacho eine Doppelanzeige haben. Das heißt, wir sehen Meilen und Kilometer in dem analogen Tacho. Aber wenn ihr über den Daumen mal anderthalb rechnet, das kann man mal eben schnell beim Fahren machen, ist halt einfacher, als wenn ihr jedes Mal 1,63 rechnen würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren unsere 10 meistgestellten Kundenfragen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, auf die ich jetzt heute nicht eingegangen bin, dann zögert nicht, ruft mich gerne oder schreibt mir oder kommt vorbei. Zum Abschluss möchte ich gerne noch auf den Verbrauch eingehen. Und zwar, wir sind jetzt eine etwas längere Strecke gefahren. Komm mal rüber, ich zeig's dir mal. Wir liegen im aktuellen Durchschnitt bei 10,4 Liter auf 100 Kilometer. Das finde ich für einen Sechszylinder-Motor mit über 300 PS schon ganz passabel. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.